Hat man früher übrigens Kondome, bevor die halt so zu Latex hergestellt worden sind, hat man immer Schafspansen genommen. Marion Donovan erfand nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Anfang der 50er Jahre die allererste wasserfeste Windel. Aus was hat sie sie erfunden? Sie hat diese Windel aus einer Einkaufstüte erfunden. Keine Ahnung. Neopren, Frischhaltefolie, ein Handtuch, Toilettenpapier, dreilagiges, Latex, Mikrofasertuch, Kuhpansen, so wasserdicht. Oder hier so ein Planschbecken. Ich habe jetzt noch kein Kind. Wäre gut, ich habe ja ein Kind. Putzlappen? Aber um wasserdicht zu sein, könnte man ja auch mit einer Kerze einreiben. Na, sag's mir. Wie heißt's? Eine Duschwanne, Ding, Rutsch, Anti-Rutsch, Gedöns, Matte? Eine Windel aus Plastik. Oder es könnte auch ein Eimer gewesen sein und einfach nur Beine ausschneiden. Wenn ich jetzt sage, eine Plastikflasche, ist es ja total doof, ne? Ich weiß es nicht. Aus einem Duschvorhang hat sie diese Windel kreiert. Yeah! Duschvorhang oder so. Yeah! Duschkabine? Vorhang! Vorhang! Da Kabine kann man nicht schneiden. Hey! Juhu! Da hätte man drauf kommen können. Bette Graham war Sekretärin und wurde mit einer Erfindung steinreich. Was hat sie erfunden? Sie war Sekretärin. Open Office? Muss man die kennen? Bette Graham. Da sie eine Sekretärin war, wahrscheinlich irgendwas Sekretärmäßiges? Den Tampon. Sitzheizung. Schreibmaschine? Ich stehe am Schlauch, ich habe gerade keine Ahnung. Ich weiß es schon wieder nicht, das sind so blöde Fragen. Ich denke die ganze Zeit an Tampon. Vibratoren wahrscheinlich eher weniger, oder? Damit kann man ja auch wahrscheinlich die ein oder andere Mark verdienen. Sie war Sekretärin. Tipp-Ex hat sie bestimmt erfunden. Ja. Oh mein Gott! Oh, Tipp-Ex vielleicht? Yay! Tipp-Ex? Yay! Ja, genau, dann hat die wahrscheinlich sowas wie Tipp-Ex erfunden oder so. Ist gut, kommt runter. Schätzfrage. Wie teuer ist der teuerste Lippenstift der Welt? Er heißt Kiss Kiss Gold and Diamonds. Ich schätze mehrere hundert Euro. Vielleicht so 200? 600. 1000. 10.000. 10.000. 10.000 Euro? 17.000 Euro. 20.000 Euro? 25.000 Euro, Alter? Was ist denn los mit der Frauenwelt, Alter? 25.000. 30.000. 50.000? 100.000. 100.000? Auf den glatten Preis 1 Million für den teuersten Lippenstift. Noch weniger? Komisch. Ich hätte so viel bezahlt. 50.000? Nee, das ist zu viel wahrscheinlich. 30.000 Euro. Ja, dann so 50.000 Euro. 40.000? 45.000 Euro. 45. Yay! Stunden später. 40.000? 45.000? Yay! 50.000 Euro, was ist los? Ja, seht ihr? Da war schon zu viel. 45.000 Euro. Keine Ahnung, Dicker. Intuition. 45.000? Muss ich noch 3 Videos drehen. Charles und Joseph Revson produzierten den ersten Kosmetikartikel der Welt. Welchen? Bodylotion, Bräunungscreme. So, kennt ihr das nicht, was Jennifer Lopez so getragen hat? So eine Glitzercreme. Was lacht ihr voll Idioten? Das ist normal. Wann war das denn? Hey, da gab's doch schon die Atombombe. Da gab's doch bestimmt auch Glitzercreme. Ich kann jetzt alle Kosmetika durchsagen und du sagst ja oder nein. Wimpernschusche? Lippenstift? Eyeliner? Lidschatten? Nagellack? Ja. Yay! Der Nagellack. Wenn ich mich nicht irre, war das der Nagellack, aber ich könnte mich irren. War richtig, ne? Ja. Mascara, Puder fürs Gesicht, Nagellack. Nagellack? Ja! Wimperntusche auch nicht, oder? Ich meine, das war jemand anders. Rouge? Nagellack? In Wirtschaftskrisen, zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs, bleibt der Markt für ein bestimmtes Gut immer stabil. Welches? Das sind Windeln. Sexbranche.
Der Tampon. Die Segelleute, die Leute, die mit ihren Yachten durch die Gewässer touren, die bleiben ihrem. Ach nee, das sind dann ja auch die Schiffe und boom, boom. Ja, Make-up. Wer hätte das gedacht, Magnolia? Wie heißt denn dieses Zeug, wird man sich, dieses Puderzeug? Aber er ist nicht Sex-Spielzeug, oder? Ja, vielleicht so Unterwäsche oder so. Natürlich die Beauty-Junkies, die bleiben ihren Lippenstiften treu, aber ich glaube, das ist nicht gemeint, ne? Doch, die Lippenstifte, es sind doch die Lippenstifte. Ach ja, und dann noch mehr sogar, ne? Zurecht! Mascara, Lippenstift. Lippenstift. Yay! Lippenstift! Lippenstift? Ah! Nicht Puder, sondern etwas, was viel öfter von Frauen verwendet wird als Puder. Das ist eigentlich der Lippenstift, oder? Kein Applaus? Nein? Ja, ist okay. Was bedeuten diese Sprichwörter? Einer frühen, genau definierten Zeitspanne wurde bei einer Dentalbehandlung ein Edelmetall verabreicht. Auf den Zahn fühlen? Nein. Hier. Irgendwas mit Gold und Silber, ne? Ein Edelmetall. Also bei einem Gebiss. Gestern eine Plombe, ein... Keine Ahnung. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold? Scheiße, ich weiß es nicht. Goldzähne, keine Ahnung. Zahnspange, Zahnfüllung, Zahnspange, Zahn... Ist wahrscheinlich total einfach, gell? Morgenstund hat Gold im Mund. Yeah! Morgenstund hat Gold im Mund. Hier, Morgenstund hat Gold im Mund. Oh mein Gott, wie einfach. Das ist aber auch schwer. Scheiße. Genau, aber es fiel mir nicht ein. I'm sorry. Man kommt ja auf die einfachsten Dinge nicht, ey, wenn man hier sitzt. Die Auslotung gradientenfreier Gewässer bereitet messtechnisch gesehen Schwierigkeiten. Bitte? Mir fallen erstmal gleich die Sprichwörter ein. Stille Wasser sind tief. Yay! mit Wasser fällt mir nur ein, stille Wasser sind tief. Yay! Juhu! Ach, stille Wasser sind tief oder sowas? Ne, ja? 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 Stille Wasser sind tief. Lebende Humanwesen, die miteinander in profunden, emotional positiven Beziehungsstrukturen kommunizieren, agieren parallel dazu mit einer Neigung zu unseriösen Modi der sozialen Kommunikation. Hä? Okay, ich habe kein Wort verstanden. Also positiv gestimmte Menschen neigen dazu, Scheiße von sich zu geben. Habe ich das gut zusammengefasst? Also positive Menschen, die miteinander, die quatschen parallel und lassen sich herab zu schlechten, zu bösen Menschen, zu unschönen Menschen, zu unguten Menschen. Gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist das Einzige, was mir mit Menschen einfällt. Und das ist ein Sprichwort, so richtig mit na 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 na. Was sich liebt, das neckt sich. Was sich liebt, das neckt sich. Wuhu! Ah, okay. Oh, no. Ja, okay. It's. Ja, das kann ich doch nicht sagen, wenn es vorgesagt wurde. Was sich liebt, das neckt sich. Ey, da kommt man ja gar nicht drauf. Ah, okay. Da hätte man auch drauf kommen können. Es geht nicht. Es ist viel zu schwierig.